Ja Leute, herzlich willkommen zu diesem Sondervideo bzw. zu dieser Sondervideoreihe oder eben auch Serie. Ja, ich begrüße euch alle ganz recht herzlich hier live aus Berlin mit jemandem, den du vielleicht schon kennst, vielleicht auch nicht. Wenn nicht, dann wirst du ihn jetzt gleich kennenlernen, denn neben mir sitzt mein Freund und Geschäftspartner Lars Müller. Lars, hey, danke, dass ich hier sein darf. Ja, sehr gerne. Lars ist mit mir zusammen Veranstalter bzw. Hauptveranstalter der Kryptisto Online-Konferenz. Das ist die erste kostenlose Online-Konferenz zum Thema Bitcoin. Ist wirklich vollkommen kostenlos. Schon mal direkt vorweg, den Link packen wir hier unten in die Beschreibung rein. Die findet in Kürze statt, am 11. November, richtig? Richtig. Start, ja? Nicht, dass ich jetzt das falsche gesagt habe. 11. November startet die Konferenz. Ja, hier unten kannst du dir noch deinen kostenlosen Zugang sichern. Ja, das schon mal vorweg. Und warum sage ich das? Ganz einfach, weil weder ich, noch Lars, noch irgendein Mensch der Nummer 1 Top-Experte im gesamten Bitcoin- oder Kryptowährungsbereich ist. Das heißt also, du kannst niemals alles darüber wissen, weil das Thema ist mittlerweile so groß. Und deswegen hat Lars auf mich zugekommen, hat mir das eben vorgestellt. Ich habe gesagt, finde ich eine geile Sache, ja, eben weil es auch das erste Mal in Deutschland ist, das Ganze zu veranstalten. Und deswegen eben die Kryptowährungskonferenz, die Kryptisto. Und jetzt werden wir trotzdem aber mit dem Wissen, was Lars hat, das ist noch ein bisschen weiter oder mehr als mein Wissen, eine dreiteilige Videoserie veranstalten, wo wir eben das Thema Bitcoin näher beleuchten. Im ersten Teil wird es jetzt darum gehen, was ist das, was ist Bitcoin überhaupt, was ist die was ist Kryptowährung, ja, wie funktioniert das Ganze, was ist die Blockchain und so weiter und so fort. Im zweiten Teil werden wir uns mit dem Thema Investment beschäftigen, wobei wir hier keine Investment-Empfehlung abgeben, ja, das dürfen wir nämlich nicht, sondern einfach nur darüber sprechen, Bitcoin als Investment, also ganz einfach mal logisch betrachtet. Ja. Ich kann von mir ja sagen, wie ich das sehe, dann werde ich im zweiten Teil machen. Und wir werden auch dann darüber sprechen, wie kommt der Wertanstieg zustande oder woran liegt das. Und dann im dritten Teil geht es um Nachhaltigkeit bzw. Einsatzgebiete. Ja, wo wird Bitcoin eingesetzt, wofür wird Bitcoin eingesetzt, wofür ist das Ganze gut? Und ich bin mir sicher, dass auch da du einige coole Insights oder Momente haben wirst, wo du sagen wirst, ach krass, so, macht total Sinn und es ist wirklich meiner Meinung nach etwas sehr Gutes. Ja. Okay, fangen wir an mit dem ersten Teil. Ja, also Teile werden nach und nach veröffentlicht und dann wird es eine Playlist geben, wo wir die ganzen Teile zusammen bundeln. Ja, jetzt habe ich sehr viel gesprochen. Eigentlich sollst du ja sprechen, Lars. Dann würde ich sagen, ich übergebe einfach mal das Wort an dich, moderiere das Ganze so ein bisschen und dann schauen wir mal, was jetzt alles kommt. Okay, Lars, dann erzähl doch mal. Fangen wir doch mal ganz von vorne an. Die meisten Leute wissen ja nicht, was die Kryptowährung ist. Und die erste Kryptowährung bei der Bitcoin. Erklär doch einfach mal, was ist denn überhaupt der Bitcoin? Ja, Bitcoin ist aktuell, sage ich mal, überwiegend ein virtuelles Zahlungsmittel. Ja, die Möglichkeit, digital Werte von A nach B zu schicken. Und das ohne mit der Hilfe von Banken. Ja, das ist das Spannende von dieser Bitcoin-Technologie, die 2008 von einem Pseudonym Satoshi Nakamoto erfunden wurde. Der hat dieses Stückchen Code da entwickelt gehabt mit einem White Paper, also sprich mit einer technologischen Anleitung, wie dieses ganze System funktioniert. Bitcoin, die Technologie, ist auch komplett Open Source. Das heißt, jeder kann quasi den Quellcode, sprich den Programmcode von Bitcoin lesen und verändern. Und das macht das ganze Thema halt auch so unglaublich spannend an dieser generellen Krypto, sag ich mal, Bitcoin-Szene, Bitcoin-Währungsthematik, dass wir quasi ein dezentrales Währungssystem haben. Das heißt, es ist nicht so wie jetzt, dass das Geld bei irgendeiner Bank liegt und dann rufe ich die Bank an, dass sie von A nach B überweisen soll, sondern ich kann quasi dem Chris direkt einen Bitcoin oder generell die Kryptowährungen hinüberweisen, ohne dass eine zentrale Einheit das sozusagen kontrolliert, ja, ohne zu technisch zu werden. Und das auch innerhalb, sage ich mal, je nachdem wie schnell das Netzwerk ist, innerhalb von 15 bis 20 Minuten ist dann quasi die Bitcoin-Währung bei Chris auf seinem Wallet. Ja.
Genau, also es ist, jetzt hast du ein paar Begriffe gesagt. Ich weiß ja noch, wie das für mich war, als ich das erste Mal gehört habe. Wie gesagt, wir gehen jetzt hier nicht mega ins Detail, aber ich weiß jetzt, die eine oder andere Frage kommt jetzt auf. Also du hast gerade gesagt, dezentralisiert. Es ist also nicht, sage ich mal jetzt, wie der Euro oder sowas über Banken geregelt, Konten geregelt, sondern es ist dezentralisiert, es ist nicht zentral gesteuert. Kannst du da noch ein, zwei Worte zu sagen, damit es vielleicht noch ein bisschen klarer ist, was genau damit gemeint ist? Ich sag mal so, das Spannende daran, und das ist auch für mich persönlich einer der hauptspannendsten Gründe an dieser kompletten Krypto-Szene, ja, dass der Trend immer mehr zur Dezentralisierung geht. Ich gebe mal ein, zwei Beispiele, die bestimmt jeder kennt. Jeder kennt Airbnb, ja, und jeder kennt von euch wahrscheinlich Uber und solche ähnlichen Dienste. Airbnb macht sozusagen genau das Gleiche. Ja. Airbnb hat jetzt nichts mit Kryptowährungen zu tun, aber früher konnte man, sage ich mal, Unterkünfte überwiegend nur mit Hotels und so weiter buchen. Ja. Airbnb ermöglicht es auf einmal, dass Menschen untereinander ihren Wohnraum sharen können, also sprich Mensch zu Mensch, also Peer-to-Peer. Ja. Und das Gleiche ist auch mit Uber. Ja. Jeder kann sich die Uber-App runterladen in den Ländern, wo Uber erlaubt ist, ja, sich irgendwie in sein Auto setzen und anfangen, Menschen von A nach B zu fahren. Und früher war das nur, oder ist es ja heute auch immer noch in vielen Ländern, nur Taxiunternehmern erlaubt. Ja. Also sprich, das ist eigentlich, glaube ich, mal eine ganz gute Erklärung für Dezentralisierung. Sprich, sehr weg von einer Instanz, ja, die alles kontrolliert, wie Banken oder Notare und lauter solche Themen. Ich will gar nicht zu tief reingehen, das machen wir ganz im dritten Video noch mal ein bisschen, ja, mit ein paar mehr Beispielen. Ja. Aber ich glaube, das erklärt schon ziemlich gut. Ja. Und darum ist Bitcoin für mich auch und die ganze Kryptowährungsthematik so unglaublich spannend, weil viele Menschen nicht gut auf Banken zu sprechen sind. Ja. Es hat alles immer Vor- und Nachteile, darf man auch nicht irgendwie vergessen, hat auch Nachteile, wenn es nicht zentral gesteuert ist. Ja. Aber das eröffnet natürlich ganz, ganz viele neue Möglichkeiten. Ja, ja, finde ich super. Also hast du auch sehr, sehr gut erklärt gerade, was das Ganze ist. Und sehr gutes Beispiel, muss ich mir auf jeden Fall merken. Mit Airbnb ist oder Uber. Ja, wobei wahrscheinlich Uber ja, wie du gesagt hast, an einigen Bundesländern, ich glaube, deutschlandweit sogar verboten ist. Mit dem Bitcoin wird es relativ schwierig, glaube ich, dass man den verbietet. Ja, oder? Das ist eines der schönen Themen auch. Ja, Bitcoin wurde ja schon ungefähr gefühlte 10.000 Mal verboten. Ja. Aber wie will man etwas verbieten, was zwischen uns Menschen passiert? Ja, natürlich kann ich Akzeptanzstellen irgendwie in Läden verbieten, ja, aber das ist ja die Schwierigkeit auch und warum das Thema auch so unaufhaltbar ist, ja, weil es ist zwischen uns Menschen, es ist nicht zentral von einer Institution kontrolliert, weil dann könnte man das mit einem Klick abschalten, ja, wenn die Banken morgen zu sind, dann ist unser komplettes Geld weg. Ja, und wir können nichts dagegen tun, außer wir haben die Scheine in unserem Kopfkissen gebunkert. Was ja auch schon passiert ist, dass Banken einfach hops gegangen sind oder immer noch passiert. Regelmäßig, ja. Richtig. Also ich bin auch jetzt niemand, der was gegen Banken hat oder was gegen Banken sagt, aber das ist einfach mal ein Fakt, ja. Das muss man einfach mal auch mal sagen. Ja. Genau, richtig. Und das, sage ich mal, ist das zum Thema Dezentralisierung. Ja, ja, ja. Genau, dann hast du gesagt, hast du Wallet angesprochen. Ist, denke ich mal, auch ein Begriff, über den man sehr schnell stößt, wenn man sich mit dem Thema Bitcoin beschäftigt. Vielleicht erklärst du nochmal, was ist denn ein Wallet? Ein Wallet ist eigentlich nichts anderes wie eine Geldbörse, eine digitale Geldbörse. Das ist eine kleine Anwendung, sprich eine App, die man sich auf sein Smartphone ziehen kann, die es im Internet gibt, die man sich auf sein Mac oder auf sein Windows-Rechner ziehen kann und wo ich sozusagen die Bitcoins speichern kann, um es ganz einfach zu formulieren, und sehen kann, wie viel Kryptowährungen ich habe. Diese Wallets mittlerweile unterstützen nicht nur Bitcoin, sondern auch alle oder viele, viele verschiedene andere Kryptowährungen, aber es gibt die sozusagen auch fürs Smartphone, wo ich die dann meine Kryptowährung drauf habe, wo ich sie gespeichert habe, wo ich sie gesichert habe, ja, wo ich dann damit auch in einem Land, wo Bitcoin oder Kryptowährungen akzeptiert sind, auch tatsächlich mit meinem Handy auch bezahlen kann, ja. Also sprich, ich lege dann so wie mit Apple Pay oder mit den neuen Technologien, die es gibt, dann mein Smartphone auf das Bitcoin-Zahlgerät und dann kann ich mir dort meinen Kaffee für Bitcoins kaufen. Ja. Und es ist sozusagen einfach erklärt, das Wallet. Ja. Genau, und die Wallets sind dann, es gibt also, wie gesagt, wie du gesagt hast, mehrere Anbieter
für diese Wallets. Ne? Die kann man einfach mal gucken im Internet. Vielleicht, also wir empfehlen hier auch nichts oder so. Es geht hier wirklich nur um Aufklärung. Es gibt unendlich viele Anbieter, richtig? Genau, also es gibt, wie gesagt, die Software-Wallets. Jede Kryptowährung hat sozusagen ihr eigenes Wallet. Die kann man dann auf der Webseite runterladen. Auch für Bitcoin gibt es eine komplett eigene Wallet. Es ist einfach eine Anwendung, eine Datei, die ich installiere auf meinem Rechner. Und dann habe ich dort eine Adresse, wo ich sozusagen meine Bitcoins hinschicken kann. Ja. Es gibt auch sozusagen Hardware-Wallets. Ja. Tresore, ne? Wenn die auch zwei große, genau richtig, Trezor und Ledger. Das sind die beiden großen Marken. Trezor kommt aus Tschechien und Ledger kommt aus Frankreich. Wir haben auch den CEO von Ledger Wallets. Das ist die größte Bitcoin-Hardware-Marke auf der ganzen Welt. Aktuell haben wir als Speaker auch auf der Konferenz. Sehr, sehr spannend. Also ihr seht schon wirklich hier hochkarätige Leute aus der Bitcoin-Branche dabei. Ja? Richtig, genau. Und diese Hardware-Wallets, die sind wie ein USB-Stick, kann man das nennen, haben meistens mehrere Kryptowährungen, die man dort drauf speichern kann und sind dann nochmal speziell gesichert mit PIN-Codes und speziellen Security-Chips. Und wenn mein MacBook halt verloren ist, dann kann jemand anders mein Wallet aufmachen und das sozusagen benutzen mit meinem Trezor-Stick. Ja, da gibt es ja auch so Horrorgeschichten. Ne? Sowas soll ja auch schon passiert sein, irgendwie, dass man plötzlich das Passwort vergessen hat oder das MacBook verloren hat, weil die Bitcoins dann drauf waren. Yeah. Halt sehr schlecht. Ja. Ich meine, ich sag mal so, um da nochmal kurz ein, zwei Sätze dazu sagen, jedes Wallet kann man mit einem Seed sichern. Ja? Also wenn man ein Wallet erstellt, also sprich die Bitcoin-App runterlädt, dann wird man gefragt, dass man ein Seed erstellt. Seed ist ja wie so ein Samen auf Englisch. Ja? Das ist eine Wörterabfolge. Und mit diesem Seed, den muss ich mir notieren und am besten irgendwo in die Wand einmauern, dass es nie jemand irgendwas sieht. Weil mit diesem Seed kann ich sozusagen mein Wallet überall wiederherstellen. Ja? Sprich, wenn ich mein MacBook verliere oder mein Trezor oder Ledger Wallet verliere, kann ich mit diesem Seed, egal wo, meine Wallet wiederherstellen. Ja? Du hast es schon richtig gesagt, es sind digitale Währungen. Ja? Also meine Banknoten können mir gestohlen werden, ja? Wenn sozusagen mein Computer gehackt wird oder sonstige Wallets gehackt werden, dann können dort halt die Kryptowährungen gestohlen werden. Das ist halt ein Nachteil an digitaler Währung. Ja? Wir wissen selber von Bildern und von Daten, wenn die einfach gelöscht werden, dann sind die halt einfach weg. Ja? Das ist halt auch ein kleiner Nachteil, wenn man nicht den Seed hat, was auch ein großer Fehler ist von ganz vielen, die sagen, den brauche ich nicht, den speichere ich mir nicht. Da gehen wir auf jeden Fall noch tiefer auch in der Konferenz dann noch drauf ein, wie das genau funktioniert, was man tun muss und so weiter. Ja, finde ich super. Das haben wir das Thema Seed auch schon mal behandelt. Ich versuche gerade so ein bisschen die Begriffe mir zu durchdenken, was ist denn so gängig. Wir haben ja auch noch andere Kryptowährungen. Mittlerweile ja sehr, 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 sehr viele. Es kommen ja immer mehr auf den Markt. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen die größten erklären und was du halt dazu weißt und dann vielleicht noch, wie das jetzt kommt, dass halt so viele gerade auf den Markt kommen. Und damit können wir eigentlich dann auch einen Cut machen für das zweite Video. Einen guten Übergang, denke ich. Ja, sehr gerne. Also wie gesagt, diese komplette Krypto-Szene ist natürlich, wächst enorm, ja, und es kommen viele Menschen auf viele spannende Ideen, ja, und Bitcoin war, sage ich mal, so einer der ersten und ist auch mittlerweile noch die größte Währung. Man kann sich auf coinmarketcap.com mal alle Kryptowährungen anschauen. Ich glaube, wir haben aktuell fast 1400 aktive Währungen, wovon es da nicht alle einzelne Coins sind, sondern auch verschiedene Token, aber das ist ein Thema, was wir in einem anderen Video mal erklären. Ja. Ich sag mal, auf Platz 2 steht Ethereum. Ja, Ethereum ist ganz, ganz einfach erklärt die Möglichkeit, dass man kleine Software-Anwendungen in der Blockchain sozusagen laufen lassen kann. Also sprich, dazu müsste man noch kurz erklären, was Blockchain ist. Das wollte ich gerade sagen, das haben wir auch total vergessen. Erklär nochmal die Blockchain, genau, und dann Ethereum. Bitcoin sozusagen erklären, ich versuche es in ganz einfachen Worten zu erklären. Ja. Das Coole ist an Bitcoin, ja, dass wir eine Art Blockchain haben. Es ist nichts anderes wie ein Transaktionsbuch, ja, wo alle Transaktionen untereinander aufgelistet werden. Ja. Das heißt, ich sende einen Bitcoin an Chris
Und dann geht es quasi durch diese Blockchain durch und wird da sozusagen notiert. Und das Coole daran ist, und dafür sind auch die Miner zuständig, das hat bestimmt der eine oder andere schon mal gehört, man kann ja, dieses Bitcoin-Netzwerk wird mit Rechenpower betrieben, sprich mit Grafikkarten und mit Computerrechnern, ja, die sozusagen nichts anderes machen, als diese Blockchain zu validieren. Sprich, sie machen nichts anderes, als zu bestätigen, dass die Transaktion von mir zu dir ist, richtig war, ja, und dafür bekommen sie, für diese Rechenleistung, bekommen sie sozusagen Bitcoins ausgeschüttet als Vergütung, ja, so funktioniert sozusagen die Blockchain, und das ist auch das Spannende daran, warum die Blockchain ziemlich sicher ist, weil niemand kann sagen, ich kopiere mir jetzt meine Bitcoins 10-mal und habe 10, ja, weil spätestens, wenn er eine Transaktion machen würde, würde das Netzwerk sagen, nee, das passt nicht, und das ist das Coole, dass sozusagen alles von ganz vielen und Millionen von Rechnern mittlerweile immer bestätigt werden, ja. Und somit ist es auch sicher und Bitcoin ist auch nicht duplizierbar, und lauter solche Themen, was ja beim Geldsystem möglich ist. Die werden ja die ganze Zeit, werden die Banknoten gedruckt, ja. Sowas geht nicht, ja, in der Blockchain-Szene. Und, aber da gehen wir auch in der Konferenz nochmal wirklich im Detail in einem einstündigen Interview mit Danny darauf ein, erklären ganz im Detail super einfach, wie die Blockchain funktioniert. Ja. Und dann versteht man auch mal, wie genial das ganze System ist. Zurück auf Ethereum. Ja. Ethereum ist das gleiche, ist das falsche Wort, ja, weil man, stell dir mal vor, man kann nicht nur eine Geldtransaktion machen, sondern man kann eine kleine Softwareanwendung, ja, oder ein Smart Contracts nennt sich das bei Ethereum, sprich kleine Anwendungen in dieser Blockchain laufen lassen, und die werden von allen Rechnern, hier auch wieder die Miner, bestätigt. Das heißt, diese Software kann nie gehackt werden oder nie anders laufen. Die wird, läuft immer ganz genau gleich so ab. Ja. Und das ist sozusagen unglaublich, ja, weil auf dieser Ethereum-Basis ganz, ganz viele Anwendungen gebaut werden können, ja, die sozusagen alle sauber und genauso ablaufen, weil sie vom Netzwerk so bestätigt werden. Ja. Wir werden aber auch auf Ethereum und Smart Contracts als einer der größten, zweitgrößten Chains auch in einem extra Interview, auch in der Crypto-Konferenz, ganz im Detail eingehen, dass du wirklich alles verstehst. Ja. Ja. Und ich selber gerade mal schauen, was nämlich gerade auf Platz 3 steht. Wir haben noch Platz 3 ist Ripple. Ripple ist, sage ich mal, da kenne ich mich persönlich nicht ganz so gut aus. Eher so ein, sage ich mal, bankeninterne Kryptowährungen. Da gehen wir auch auf der Konferenz nicht ganz so ein, weil es nicht zu diesem dezentralisierten Gedanken entspricht. Litecoin? Genau. Litecoin, das sage ich mal, ich hatte ja ganz am Anfang gesagt, dass Bitcoin, dass der Quellcode überall auf, also man kann im Internet den Quellcode von Bitcoin einsehen, ja, und zum Beispiel viele Währungen, wie zum Beispiel auch Litecoin, sind ein Dupe von Bitcoin, ja, also sprich, jeder von uns kann quasi den Quellcode nehmen, kopieren und eine eigene Kryptowährung daraus bauen, ja. Und Litecoin ist, sag ich mal, da ein Duplikat von Bitcoin mit ein paar Änderungen. Wird auch so ein bisschen das Silber genannt, der Kryptowährung. Ja. Und funktioniert im Kern sehr ähnlich wie Bitcoin als solches. Ja. Und ich sag mal so, ein spannender Kandidat, wo wir auch auf der Konferenz noch drauf eingehen, ist, sag ich mal, IOTA, ja, was aktuell auf Platz 11 steht. Was sozusagen auch super, super spannend ist. Da gehen wir aber auch nochmal auf ein spezielles Thema ein oder in einem Video, weil IOTA keine Blockchain hat, sondern ein Tangle-Netzwerk. Und ich will da gar nicht zu tief reingehen. Es ermöglicht einfach extrem schnell, gebührenfrei Transaktionen von A nach B zu schicken, weil es keine Miner braucht. Das ist ein ganz großer Unterschied zwischen Bitcoin und zwischen Blockchain-Technologie, Smart Contracts, ja, das sind diese großen Technologien, Blockchain, Smart Contracts. Und das Tangle Network braucht sozusagen keine Miner, was natürlich extrem spannend ist, weil auch keine Gebühren dann fällig sind, ja, weil die Miner müssen ja was verdienen, weil sonst kann ich hier nicht meine 100.000 Kilowatt an Strom hier irgendwie jeden Tag in meine Rechner reinschieben, wenn ich keine Vergütung zurückbekomme. Und das ermöglicht natürlich ganz spannendes neues Thema. Da könnt ihr euch auch auf ein sehr, sehr cooles Interview freuen. Also IOTA steht für Internet of Things, also IoT, habt ihr vielleicht einer schon mal gehört. In Zukunft werden sich unsere Elektronikgeräte untereinander
verbinden können. Ja, also die Kaffeemaschine mit dem Kühlschrank und der Kühlschrank mit unserer Geldbörse oder mit dem Amazon Echo. Ja, und diese Geräte können auch irgendwann untereinander sich selbstständig bezahlen. Ja, also muss man sich mal vorstellen, was dann passiert. Sprich, unser Tesla fährt auf der Straße und da sind irgendwie Elektronikbahnen drin und der Tesla kauft quasi selbstständig von seiner Wallet den Strom vom Nachbarn, weil der seine Solarzellen in das Stromnetz reingibt. Ja, also das sind so ein paar Themen, um nicht so weit vorzugreifen, was sozusagen mit solchen Technologien irgendwann mal möglich sein wird. Und da wird auch schon sehr, sehr stark dran gearbeitet. Ja, also einfach, um das kurz nochmal zusammenzufassen, wir haben die klassische Blockchain-Technologie, wir haben Smart Contracts, was überwiegend mit Ethereum betrieben wird, und halt diese Tangle-Chain, die mit IOTA funktioniert. Ja. Und das sind, sag ich mal, die drei größten Technologien, die es dazu gibt. Und da merkt man auch mal, obwohl es so viele Kryptowährungen gibt, die wirklichen Technologien, also die wirkliche wertvolle Basis, sind wirklich nur ein paar. Ja. Alles andere sind Anwendungen, die auf der Ethereum, also auf den Smart Contracts laufen, also die ganzen ICOs, die man so ICO, wieder mal ganz hört. Kurz erklären. Gehen wir dann gleich nochmal drauf ein. Ja. Es sind quasi einfach nur Anwendungen, die auf der Ethereum-Blockchain laufen. Ja. Und sind aber keine richtige Technologie. Ja. Es ist einfach nur ein Token, mit dem ich irgendwas machen kann. Also einfach nur ein Coin, ja, der vielleicht ein bisschen was kann, aber eine wirkliche Basistechnologie ist es dann letztendlich nicht. Ja, darum, wir gehen auch auf ICOs und so weiter, auch auf der Konferenz nochmal ein, warum man vorsichtig sein sollte, dort irgendwie sein Geld mit reinzupacken und sich wirklich ganz genau anschauen sollte, was löst dieses ICO. Ja, vielleicht machen wir es auch nochmal, also genau, ICO ist sozusagen ein Börsengang mit Coins und wir gehen einfach darauf, würde ich sagen, ist auch mal ein guter Grund eben das oder sich das zweite Video anzuschauen, weil das hat natürlich auch was mit dem ganzen Hype-Thema, Investment-Thema und so weiter und so fort zu tun. Ja, ja. Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt, würde noch einmal ganz kurz, du hast gerade den Begriff Mining benutzt, wenn du den noch einmal erklärst, weil ich will wirklich hier sagen, okay, wir haben hier wirklich, sag ich mal, 90% der gängigsten Begriffe erklärt. Und nochmal der Hinweis, ihr findet hier unten schon mal den Link, meldet euch zu Cryptisto, ihr merkt, das ist unmöglich, völlig unmöglich, das Ganze in so kurzer Zeit zu erklären. Wir machen hier wirklich alles, was geht. So, jetzt erklären wir nochmal den Begriff Mining, ja? Und dann, abonniert schon mal den Kanal und schaut euch dann demnächst das zweite Video an. Ja. Perfekt. Genau, wie gesagt, das Thema Mining, man braucht sozusagen gerade auch, um diese Bitcoin, um diese Blockchain zu betreiben, also sprich, um diese Transaktionen zu validieren, ja, braucht man Rechenpower. Ja. Früher, ganz am Anfang, 2008, 2009, 2010, konnte man das noch mit Grafikkarten machen, ja, also sprich mit einfachen Rechnern, weil sozusagen noch nicht so viele Leute diese Transaktionen validiert haben. Dieser Satoshi Nakamoto, der Entwickler von Bitcoin, hat sich da ein bisschen was auch dabei gedacht. Ja, also umso mehr Menschen quasi ihre Rechner an das Netzwerk anschließen und quasi Bitcoins verdienen wollen, ja, weil jede x Minuten werden sozusagen Bitcoins in das System ausgeschüttet und an alle Miner verteilt. Also alle Leute, die sozusagen sich die Arbeit machen, ohne jetzt noch weitere Fachbegriffe da mit reinzuwerfen, ja, bekommen sozusagen aufgeteilt, ja, eine gewisse Menge an Bitcoins. Und diese Bitcoins, manchmal waren es gleich mal 50 Bitcoins x Minuten jetzt, und die werden immer mehr halbiert, weil es gibt in Summe nur 21 Millionen Bitcoins, was auch ein spannendes Thema ist für das zweite Video, warum die Wertsteigerung dort, was bestimmt auch ein Grund der Wertsteigerung ist, sage ich sozusagen. Ja? Ja. Und umso mehr Transaktionen da sind, natürlich auch umso mehr Rechenpower brauchen wir, um das alles immer wieder zu validieren, ja, weil immer die komplette Blockchain sozusagen validiert werden muss, dass alle Transaktionen wirklich richtig sind. Ja. Und das ist sozusagen das Thema Mining. Ja. Also ich brauche sozusagen Rechenpower, ja, um die Transaktionen zu bestätigen. Und das ist das Thema Mining. Mining heute ist... Wir haben auch eine österreichische Mining Company, die sozusagen auch wo wir zwei Interviews machen, sogar auf der Cryptisto-Konferenz, die wirklich auch eigene Hallen haben mit Rechnern. Also für normale Menschen, mit normalen Rechnern ist Mining heutzutage überhaupt nicht mehr rentabel, nicht mehr möglich, ja, weil einfach
die Schwierigkeit, ja, diese Transaktion zu validieren, so groß ist und so groß, dass man eigene Server oder eigene Computer braucht, ja, um diese ganze Thematik da anzugehen. Ja. Um jetzt nicht zu tief, nicht zu technologisch zu werden. Aber wir haben hier wirklich zwei richtig coole Interviews auch im Start, wo wir jetzt nochmal richtig auseinandernehmen und ganz klar und ganz einfach erklären, was es mit dem Mining zu tun hat, ja, warum wir es brauchen, ja, warum es bei manchen Kryptowährungen nicht gebraucht wird und so weiter und so fort. Ja, perfekt. Ich denke, das ist ein super Abschluss und eine super Erklärung nochmal, was das Thema oder der Begriff Mining ist und wie man sich den erklärt. Ja, jetzt haben wir einiges gehört. Ich denke, der eine oder andere wird nochmal zurückspulen und sagen, okay, das war jetzt doch trotzdem noch zu schnell. Wir haben wirklich, ne, das war auch unser Ziel, hier, boom, einfach mal den Thema Bitcoin, Thema Kryptowährung einfach mal aufzugreifen und zu erklären, was ist das, was für gängige Begriffe gibt es. Ihr seht aber, es ist nicht möglich, dieses Thema so schnell zu erklären. Und genau deswegen gibt es die Kryptisto Online-Konferenz und die ist vollkommen kostenlos und es ist auch keine unseriöse Veranstaltung, es wird was sehr Seriöses, es sind viele große Finanzportale dabei. Ich empfehle euch das, ich empfehle nichts, was ich für unseriös finde, das wisst ihr auch. Deswegen ist wirklich eine reine Aufklärungsgeschichte, vollkommen kostenlos. Der Link, um euch zur Kryptisto Online-Konferenz anzumelden, die am 11. November startet, ja, es geht mehrere Tage, den findet ihr hier unten, ja, in der Videobeschreibung. Klickt auf den Link, meldet euch an und ja, ich freue mich auch schon auf die Konferenz, ja. Ja, in diesem Sinne, Lars, vielen Dank für den ersten Teil dieses Interviews. Das ist nämlich eine dreiteilige Serie. Ja, im nächsten Teil werden wir uns dem Thema Investment mit Bitcoin beschäftigen, werden da über den Wertanstieg sprechen, über die Scarcity oder die Knappheit des Bitcoins, oder warum, was ist der Grund, warum Bitcoins auch jetzt sozusagen im Wert steigen, so stark. Darüber werden wir sprechen und ja, das war's eigentlich. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem zweiten Interview, abonniert diesen Channel bzw. folgt mir, liked das Ganze, schreibt gerne einen Kommentar und bis zum nächsten Video. Ciao.